Also, wir sind jetzt hier beim Plotton. Beim Plotton, da ist es so, dass wir einmal die Trägerfolie haben, die Plotterfolie. Und hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, das ist unser Ausdruck. Das haben wir beim, ja, beim guten Freund, der hat seinen Plotter mal zur Verfügung gestellt. Wir haben daran gearbeitet. Also, das ist nicht so einfach. Also auch mit der Software. Alles ein bisschen älter, aber es tut seine Dienste. Und hier sehen wir das jetzt, wie diese darauf mal wieder. So, da muss man vorsichtig mit sein. Das ist eine Klebefolie. Die haben wir hier schon ausgelegt. Das ist die Übertragungsfolie. Aus dieser großen gesamten Folie schneiden wir jetzt erstmal die einzelnen Sachen aus, damit wir diese dann kleiner rauskriegen. Da sieht man das so ein bisschen. Hier kann man das so ein bisschen sehen, wie das ausgeplottert ist. Nun zeige ich euch, das ist jetzt ein Streifen, den haben wir abgenommen. Und nun zeige ich euch, wie man hier ganz vorsichtig an einer Ecke anfängt. So wirklich mit dem Messer hier auch die Buchstaben ein bisschen runterhalten. Und man darf auf keinen Fall mit der Folie wieder zurück. So, da seht ihr schon, hier haben wir unser Schild Kombüse. Nee, Kajüte. Kajüte, oh, haha. Zum Glück ist meine Frau da. Und jetzt kleben wir das hier rauf. Hier rauf geklebt. So. Und das schneiden wir hier nachher auch wieder aus. So. Im Vorfeld schneide ich hier schon das so ungefähr auf die Größe, weil ich umso weniger Material nachher abtragen muss. Seht ihr jetzt das erste Mal? Das erste Mal, wie unsere Toilette heißt. Ne? Und ihr habt schon immer gedacht, das steht mal dran, aber das ist es nicht. Das ist unser stilles Hörnchen. Gebracht. Jetzt schneiden wir die erst auseinander und dann rakeln wir die da drauf. Das heißt, wir gehen mit dem Kunststoff immer hin und her, hin und her, hin und her. Ein bisschen mit so einem Plastikblech hier. Machen wir immer so. So sollen wir tun. Versteht ihr? So sollen wir tun. So. So, ihr Lieben, jetzt habt ihr gesehen, wie das geht. Ne? Also, das ist so die Grundidee. Plotter nehmen, ausplottern. Ne? Und ihr seht mal, wer da schläft hier. Ja, der ist immer irgendwie dabei. Ne? Das soll er ja auch. So, aber so funktioniert's. Und jetzt sehen wir nachher, wie die übertragen werden auf die Schränke. Nun, wir sind jetzt wieder da. Und jetzt zeigen wir euch, wie wir diese selbstgemachten Aufkleber an die Tür kleben. Hier ist unser Aufkleber und der kommt da hinten auf die Tür. So, da soll er hin. Ja, da hat schon was gestanden, ne? Ich weiß. Aber da steht er jetzt nicht mehr. Geht das gleich wieder rückwärts los. So, das heißt, wir nehmen jetzt die blaue Trägerfolie runter. Das geht am besten, wenn man das ganz flach legt. Ganz, habt ihr das gesehen? Ganz vorsichtig. Wir haben hier einen Papierbandstreifen befestigt, damit wir eine Orientierungslinie haben. Den haben wir vorher hier von der Kante abgemessen. Und jetzt haben wir die Buchstaben draufgeklebt. Jetzt haben wir hier unser Plastikplättchen, womit wir schon gerakelt haben. Und jetzt rakeln wir den fest.
lege da, wir legen ab und zu ein Stück Taschentuch dazwischen. Dass wir den gut andrücken. So, jetzt haben wir ein kleines Schildchen. Stellt mal vor, wir müssen ganz einen LKW machen. Und nee, und nee, und nee. So, zuerst nehmen wir den. Da ist was dran. Den ziehen wir ganz flach ab. Ganz flach. Also quasi ganz dicht dran bleiben. Klebt alles gut. So, so soll es dran stehen. So. Also, das hier muss oben und unten so ungefähr passen. Und dann haben wir hier unsere Kante, wo wir unseren Tesa-Krebs drehalten kleben. Könnt ihr mir noch folgen? Versuche das so zu machen, dass ihr gut gucken könnt. Derzeit. So. Und dann ist es hier so. So. So soll es. Oder von oben nach unten. So. So rum. So soll es sein. Jetzt müssen wir den erst wieder abnehmen, aber das kennt ihr schon. So. Da haben wir die Kombüse. Spiegel verkehrt. Und nun, ich ziehe das mal ein bisschen dichter ran. Könnt ihr gucken? Ihr könnt gut gucken. Nun kommt er da ran. Jetzt wollen wir sehen, dass wir so ein bisschen hier und rakeln von sie von nah und fern. Sie haben halt eben rakeln, rakeln furchtbar gern. Komm auch du, rakel zu. In dem so. Jetzt ziehen wir es wieder ab. Nee, nee. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Also, das war zum Thema Plotthorn und runterfummeln die Aufkleber und rüber wegfummeln auf die Übertragungsfolie. Erstmal Plotthorn und dann hier wieder auftragen. Also, ja, die Schrift, die ist ja einfach. Die könnt ihr einfach eintippen beim Computerprogramm bei so einem Plotter. Und wenn ihr etwas extra haben wollt, also so eine Windrose oder so, also das wird schon schwieriger, weil wir haben eine ganze Menge gesucht im Internet und wir haben keine Windrosen gefunden. Aber wir haben dann selber eine gezeichnet, eine Windrose. Allerdings ist die jetzt erst beim Plottern. Und den Erfolg werdet ihr sehen, wenn die Windrose dann hier irgendwann auf den Schränken ist. Wir haben hier schon Windrosen drauf gehabt, aber die sind noch nicht so das, was wir haben wollten. Ja, sabbel viel rum. Das war's mit den Klebern, mit den Aufkleben. Bitte eine Antenne. So, mir ist nämlich gerade was ganz Tolles aufgefallen. Achtet ihr mal hier oben drauf. Das ergibt sich gerade aus unserem Schatten. Und ich glaube, das wird total geil. Hier einbauen. Also, so ein bisschen dreckig, machen wir gleich sauber. Müssen wir eben gucken, ob das passt. Was hier vorher als Schiebetür drin war, das setzen wir wieder ein. Und zwar kommt das hier hin, so, hier wieder drüber. So soll es hier nachher sitzen. Es klammert sich hier auch wieder ein. So, muss jetzt natürlich noch festgeschraubt werden. Aber ich zoome mal eben ran. Das ist der Plan, da soll es hin und das hier, das Rollo, ja, das ist der zweite Plan, das soll hier rein
und da soll es verschwinden. Da soll es oben nachher drin sein, dass wir das im Nachhinein hier an der Seite runterziehen können bis unten hin und dann den Schleifbereich noch mal eben etwas. Ja, wer das wohl ist da? Die Wildsau, ey. Hast wieder eine Nebenrolle? Oh. Damit wir dann später den Schlafbereich noch mal etwas abtrennen können, muss ja nicht jeder sehen, wenn mal jemand mit reinkommt, wie die Betten aussehen. Ne? Also, das sind eben ein bisschen dünneinander. Ne? Aber gut, das gucken wir uns an, wenn es fertig ist. Also, wie gesagt, die Hülle nehmen und da fällt auch noch eine Blende für ab, die wir unten, womit wir das Bett noch mal ein bisschen verkleiden können. Wie gesagt, das ist ja leichtes Material. Wir gucken uns das an. Bis denn, heute ein bisschen wilde Beleuchtung, ne? Wegen unserer neuen Dachhaube. Oh, ich bin so stolz. Guckt euch die an. Oh, Wahnsinn, sie ist fertig. Foto. Beschäftigt. Hier oben, ihr seht es. Oh. Ja, hier seht ihr jetzt unser Rollo. Hier oben eingebaut. Rollo. Seht ihr? So, das können wir jetzt hier runterlassen. Wir haben diese Wände genommen, diese hier, die hat vorher hier durchgehend gesessen. Wir haben ja diese Wand versetzt nach hinten, somit haben wir den gekürzt. Hier haben wir in der Ecke ausgeklinkt, damit das passt. Hier die Keder wieder reingesetzt. Diese, ja, die mussten wir natürlich ganz nach oben setzen, damit die möglichst gut verschwindet. Aber, seht selbst, so sieht es aus. Ja, das ist dann unser Schlafzimmer. Ich zeige euch nochmal, wie es ist, wenn man es wieder hochzieht. Die so können wir hochziehen. Ihr seht. So, zack. So, und das ist hier oben auch von der Kopfhöhe her, selbst für mich. Oing, oing. Alles gut. Ja, da unten kann ich euch gleich nochmal eben zeigen. Da haben wir gleich den Effekt genutzt, dass wir gleich die Leiste genommen haben als Blende für die Holzlatte fürs Bett. Und ich denke, das Ganze wird irgendwie so eine runde Sache. Ja, das Laken haben wir nur erstmal provisorisch drauf. So gut bin ich wieder. Haben wir schon die neue, die super geile Dachhaube gesehen? Wollte nur sagen, wir haben jetzt alles zusammen. Sie ist komplett. Ne? Ist, selbst die letzte Blende ist da. Wir können kurbeln. Wunderbar. Also, ja, und das gehört in unseren Augen auch ganz klar mit zum Aufpimpen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn es euch noch besser gefallen hat, würden wir euch auch gerne als Follow-Loller oder Abonnenten begrüßen. Nicht wahr? Ja, wir wollen mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und es geht weiter. Bis denn. Aber es ist bald am Ende. Ihr seht ja, wir werden immer weiter fertig. Nicht wahr? Tschüssi!